Guten Morgen, es ist Sonntagmorgen und heute kommt Lena nach Sevilla. Oh, ich kann es nicht abwarten, ich freue mich schon so lange darauf und heute ist es soweit. Sie sitzt schon am Flughafen in Köln. Das heißt, sie ist so in 3 Stunden in Malaga, da muss sie noch 2 Stunden Zug fahren und dann hole ich sie irgendwann heute Nachmittag ab. Bis dahin muss ich noch mein Zimmer aufräumen, mein Bett ist noch nicht gemacht und ich habe mich gerade fertig gemacht, hier sieht es aus wie im Baustein. Das muss ich jetzt erstmal alles irgendwie in Ordnung bringen, dann treffe ich mich noch mit 2 Freundinnen zum Frühstück und dann hole ich Lena ab. Und weil ich jetzt gerade von Kosmetik gesprochen habe, ich habe gestern spanische Kosmetik aus dem Supermarkt gekauft. Und zwar von einer Firma namens Deli Plus. Einmal einen Concealer und der erinnert mich total an irgendeinen High-End-Concealer. Schreibt mir mal in die Kommentare, welcher High-End-Concealer. Ich glaube von Yves Saint Laurent, ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar hat er so eine Spitze und dann hinten drückt man so drauf, dass es rauskommt. Und bisher, also ich habe ihn jetzt nur einmal ausprobiert, aber bisher finde ich ihn wirklich gut. Der schimmert so ganz leicht wie das Hourglass Ambient Lightening Powder und die Farbe passt erstaunlicherweise, obwohl es nur 2 Farben zur Auswahl gab und ich bin bisher wirklich angetan. Und dann habe ich noch einen Nagellack mitgenommen, weil ich keinen pinken Nagellack hier hatte und weil eine Freundin mir gesagt hat, dass die ganz lang halten. Das bringt euch jetzt nicht so viel, weil ihr die Sachen natürlich nicht bekommen könnt, aber falls ihr mal in Spanien seid, das gibt es bei Mercadona und die Firma heißt Deli Plus. Ich bin gespannt. So, das ist der Nagellack aufgetragen. Ich glaube, man kann es nicht so gut erkennen, aber ich finde, er sieht exakt aus wie Essie Watermelon. Ich habe den jetzt zwar nicht hier zum Vergleich, aber so aus meiner Erinnerung kommt das ziemlich genau hin und er ließ sich auch echt schön auftragen. Also es ist eher so ein kleines, kurzes Bürstchen gewesen. 2 Schichten sind richtig schön deckend und glossy, also ich bin begeistert. Bett gemacht, Schminke aufgeräumt. Ich habe mir übrigens eine neue Schlafanzughose gekauft. Ist das nicht die schönste Schlafanzughose, die ihr je gesehen habt? Sind die so schön! Und dazu Hausschuhe. Ist übrigens alles von einem Laden namens Oisho. Habe ich in Deutschland noch nie gesehen, gibt es in Spanien aber überall. Und die haben Unterwäsche, Schlafanzüge, Bademäntel, Sportsachen und so ein Zeug. Kurzes Outfit of the Day, weil ich jetzt gleich los muss. Meine Bluse ist von Mango, die ist auch aktuell erhältlich. Die habe ich mir vor kurzem hier in Spanien gekauft. Der Gürtel ist von Lefties, die Jeans ist von H&M. Meine Sandalen sind auch von Lefties. Und die Tasche habe ich mir auch in Spanien gekauft, die ist von Zara. Wir wollten eigentlich in ein Café gehen, das eine Freundin von mir ausgesucht hat, das hat aber leider zu. Und jetzt sind wir hier gelandet bei Café de Indias und es ist, glaube ich, eine Kette, oder? Es ist ziemlich sicher, dass es so ein Starbucks-Abklatsch ist, deswegen war unser Frühstück leider nicht so lecker. Aber naja. So, ich bin wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut hören könnt. Draußen regnet es total und es ist mega das Gewitter gerade und ich möchte, dass es aufhört zu regnen, weil wenn Lena kommt und das Wetter ist schlecht. Nicht traurig. Aber naja, dementsprechend liege ich gerade nur in meinem Bett, mache eine Siesta und schneide ein bisschen. Und ich freue mich so, oh mein Gott, ich freue mich wirklich sehr. Lena, wenn du das hier siehst, ich freue mich wirklich sehr. Wir hatten gerade den größten Stress der Welt, weil Lenas Zug von Malaga nach Sevilla voll war. Und deshalb habe ich jetzt total auf die Schnelle eine Mitfahrzentrale organisiert. Und ich hoffe, das klappt alles. Und wenn das alles klappt, dann ist sie jetzt ungefähr in 2,5 Stunden hier in Malaga, in Sevilla. Drückt uns die Daumen, auch wenn es zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das schaut, nicht mehr aktuell ist. Aber ich will, dass sie jetzt endlich ankommt. Und so lange esse ich jetzt Eis. Und zwar habe ich das hier gestern bei Mercadona gekauft. Das ist einfach
eine Zitrone gefüllt mit Zitronensorbet. Wie cool ist das bitte? Man kann das wirklich so als gefüllte Zitrone kaufen. Und die werde ich jetzt mal probieren. Das ist das, was ich bisher so vermutlich mitnehmen werde. Ich habe zwei Bikinis rausgesucht. Der obere ist von Triangle, der wurde uns zugeschickt und ich hatte ihn bisher erst einmal an. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich nochmal Gelegenheit dazu kriege, ihn zu tragen, hoffe ich jedenfalls. Und dann habe ich noch ein Ersatzbikini eingepackt, das Oberteil ist von H&M und das Unterteil von New Yorker. Und da oben sind die Oberteile, die ich mitnehme und dann hier nur Shorts und ein Jumpsuit und ja, ein Rock außerdem noch. Weil es ziemlich warm werden wird, worauf ich mich wahnsinnig freue und deswegen werde ich auch nur eine einzige lange Hose anziehen auf dem Flug und ansonsten nur kurze Sachen einpacken, was richtig, richtig cool ist. Ich freue mich echt total. Und dann habe ich außerdem ein Kilo Frühstücksbrei hier, weil Leonie mich gebeten hat, ihr welchen mitzubringen. Und deswegen muss der auch auf jeden Fall mit. Das sind die Schuhe, die ich vermutlich mitnehme. Ich denke, auf dem Flug werde ich einfach meine Nike Freeze anziehen. Und dann nehme ich meine Birkenstocks mit, weil man die eigentlich zu allem kombinieren kann und die super bequem sind und ich die liebe und eigentlich nie andere Schuhe trage, wenn es das Wetter zulässt. Und dann dachte ich mir, falls wir mal irgendwie einen besonderen Anlass haben, dann nehme ich noch die hier mit, weil ich die einfach so schön finde. Ich habe die vor einiger Zeit auf Kleiderkreise gefunden. Mal sehen, was ich noch so einpacken werde. Hallo, ich bin jetzt in Malaga gelandet am Flughafen und sitze jetzt hier bei Burger King und habe gerade was gegessen. Und eigentlich habe ich mich voll gefreut, hier in Malaga ein bisschen zu sein, weil Leonie meinte, der Duty-Free-Bereich ist hier mega gut. Aber irgendwie haben sie ihn entweder umstrukturiert oder Leonie hat das mit irgendeinem anderen Flughafen verwechselt, weil es hier leider überhaupt nicht sonderlich toll ist. Aber ich habe schon eine Sache in Köln beim Duty Free gekauft und die zeige ich euch jetzt mal kurz. Und zwar habe ich von Clinique den Chubby Stick for Cheeks, also für die Wangen, gekauft. Und zwar zweimal in der gleichen Farbe, nämlich Robust Drooper. Einer ist für mich und einer ist für Leonie. Weil wir den beide bei Viviana das Make-up gesehen haben und beide ihn unbedingt haben wollten danach. Und am Flughafen hat er 23 Euro gekostet und ich freue mich sehr. Hi, ich bin jetzt in Malaga. Musste kurz nachdenken, wo ich überhaupt bin. Weil so ungefähr der größte Fail ever passiert ist. Ich bin pünktlich angekommen. Oder zumindest noch so, dass ich mir genug Zeit gehabt hätte, ein Ticket zu kaufen für den Zug, der dann nach Sevilla geht. Und dann wurde mir am Schalter gesagt, dass der Zug voll ist. Und es keine Tickets mehr dafür gibt. Und ich stand ungefähr da wie, das kann doch nicht sein. Und der nächste Zug geht irgendwie erst 3 Stunden später. Und jetzt hat Leonie mir spontan eine Mitfahrgelegenheit rausgesucht, die allerdings irgendwo anders abfährt und das versuche ich jetzt zu finden. So, ich habe immerhin jetzt mal den Platz gefunden, wo ich hin sollte. Ich sollte zum Corte Inglés und dahin, wo Barclays ist und ich hoffe, dass die jetzt gleich hier hinkommt und ich dann irgendwie nach Sevilla komme. Aber ich habe mir was Geiles als Trost gekauft, weil alles so schief gegangen ist. Das habe ich mir gekauft. Das ist ein Ideal de Chocolate. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist sowas wie eine Eclair. Jedenfalls hoffe ich das. Und das werde ich mir jetzt mal gönnen, denn ich muss jetzt hier nur eine Viertelstunde rumsitzen und warten, bis das gute Mädchen auftaucht, was mich dann hoffentlich mitnimmt. Das ist Spinat mit Kichererbsen und ich habe ein Babybesteck abbekommen. Ich glaube, es kommt nicht rüber, wie klein es ist, aber es ist ungefähr. Das ist meine Hand. Ja, deine Kabel, aber dein Messer ist normal, oder? Oh nein, das ist auch so klein. Doch, das ist größer, siehst du? Du hast ein Erwachsenenmesser und ich habe das Baby. So, das ist unser Dessert. Es nennt sich Bonbon Blanco. So, wir liegen jetzt im Bett und wir schneiden den ersten
Vlog dieser Woche. Wir haben uns überlegt, dass wir diese Woche jeden Tag vloggen werden. Also, dass wir uns mal in die Gefilde der Daily Vlogger begeben. Dementsprechend verabschieden wir uns für heute. Mit dem Caudalie eau de beauté. Am besten vor mein Gesicht, damit man mich nicht mehr sieht. Gute Nacht. So, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir verlinken jetzt hier nochmal eine Playlist mit anderen Followers around Videos, falls ihr euch dafür interessiert. Und hier nebendran verlinken wir euch den morgigen Vlog, sobald er dann online ist. Und in der Infobox findet ihr auch immer unsere Instagram-Accounts und unseren Blog. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr vorbeischaut. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.